Willkommen zu meinem Lesemonat Oktober. Der Oktober war relativ erfolgreich für mich. Ich habe es geschafft, 8 Bücher zu lesen. Ja, da waren ein dünnes dabei, ein dickes, also gut gemischt. Ich habe insgesamt 3066 Seiten gelesen. Ja, von der Statistik her, ich habe 3 englische und 5 deutsche Bücher gelesen. Die meisten haben 4 Sterne bekommen. Und von den Formaten her war sehr gemischt. Ich habe 2 Hörbücher, ein E-Book, 2 Taschenbücher und 3 Hardcover gelesen. Ansonsten habe ich noch sehr, sehr viel aussortiert. Was auf jeden Fall nicht schlecht war. Ich fange mit dem ersten Hörbuch an, was ich euch leider nicht zeigen kann. Und zwar war das von Mara Wulf, Angelus Saga, der erste Teil, Rückkehr der Engel. Das gab es als reduziertes E-Book bei Amazon, ich glaube für 99 Cent. Und wenn man halt das E-Book kauft, dann kriegt man das Hörbuch reduziert und dadurch habe ich das Hörbuch für 2 Euro und noch was gekriegt. Ja, und da ich mal wieder auf der Suche nach einem Hörbuch war, habe ich gedacht, guck ich mir das mal an. Außerdem ging es halt um Engel und das hat mich halt so erinnert an die, wie ist das nochmal? Die Engelsaga von Susan Lee. Gibt es auch auf Deutsch. Ja, also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt auch nicht vom Socker gehauen. Das war auch eins der Bücher, das nur 3 Sterne von mir gekriegt hat. Ich habe auch schon echt wieder die Hälfte vergessen. Es war ein bisschen klischeehaft. Und einfach ein bisschen langweilig. Teilweise. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich die Reihe fortsetzen werde. Es gibt noch 2 Bücher, eine Trilogie, sind auch alle 3 schon erschienen. Aber war nicht ganz so gefallen, muss ich sagen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich euch jetzt sagen kann über den Inhalt. ja, es ging eigentlich darum, die Hauptperson, ja, zum einen erstmal wurde die Welt quasi von Engeln übernommen, also die Engel waren die herrschende Rasse und haben die Menschen so ein bisschen versklavt. Und unsere Hauptperson hat in einer Arena gekämpft, um Geld zu verdienen und da treten halt die Menschen gegen die Engel an. Und je nachdem, ob sie dann überleben oder nicht und dann halt noch den Engel verwunden oder nicht, kriegen sie halt Geld und sonst sind sie halt tot oder halt doof gelaufen. ja, wie gesagt, also ach ja, genau, die Reihe von Susan E. hieß Penryn and the End of the Days, glaube ich. Genau, das fand ich aber ein bisschen besser, es hatte so ein bisschen mehr Endzeitstimmung. Das war noch ein bisschen düsterer. Wie gesagt, genau, und dann habe ich noch gelesen, das war auch am Anfang des Monats. Und zwar Alles nicht so ganz wie dazwischen von Ava Reed. Ja, das fand ich auch sehr gut für das, was es halt war. Also es geht halt um ein Mädchen, das halt psychische Probleme hat. Unter anderem halt Angstattacken. Und ja, das kommt halt relativ plötzlich, als sie irgendwie ihr letztes Schuljahr sozusagen anfängt. Und man begleitet sie so ein bisschen mit, wie es ihr geht und was passiert und wie sie auch später Hilfe kriegt etc. Das fand ich so sehr gut. Ich fand auch den Einblick in ihre Welt und ihre Probleme und so fand ich auch sehr, sehr gut. Später kommen noch andere Charaktere vor. Unter anderem halt ein Junge, der halt auch Probleme hat. fand ich auch nicht schlecht. Also irgendwas, aber ich kann es nicht genau beziffern, aber ein bisschen was hat mir irgendwie noch gefehlt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen mehr von den anderen Charakteren war, dass sie mir eben ein bisschen zu wenig ausgearbeitet waren. Das war so ein Hauch hat mir irgendwie noch gefehlt, um da halt völlig, um da halt 5 Sterne für zu geben. Sehr schön fand ich diese Tagebucheinträge hier drin, die Ava ja, glaube ich, selber gestaltet hat. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. Also, und die Hauptperson, ihre Probleme wurden hier sehr anschaulich und sehr berührend dargestellt. Die anderen Charaktere kamen halt ein bisschen kurz. Dann habe ich als nächstes ein bisschen was Actionreicheres gelesen, und zwar Sekulum von Ursula Posnanski.
Und das war mein zweiter Band von ihr. Also das zweite Buch, was ich von ihr je gelesen habe. Das andere war Layers gewesen. Layers war okay gewesen. Aber da kam ich mit der Hauptperson nicht so ganz klar, sag ich jetzt mal. Die war mir irgendwie so ein bisschen 0815. Das fand ich tatsächlich auch für den Oktober gerade sehr, sehr schön geeignet. Hier geht es tatsächlich um einen, ja, so eine Art Mystery Thriller, was halt im Kontext von Live-Action-Rollenspielen spielt. Also es geht halt um eine Gruppe Jugendlicher, die halt in den Wald geht, um halt so ein Live-Action-Rollenspiel zu spielen. Also sie tun so, als wenn sie irgendwie im 14. Jahrhundert leben und alles, was danach quasi erst erfunden wurde oder so, wird nicht mitgenommen. Also keine Handys und keine Ahnung was. Und ja, die müssen dann versuchen, halt so ein paar Tage da zu überleben. Also ich fand es hier tatsächlich sehr spannend gemacht. Deswegen hat es mir auch so gut gefallen, hat 4 Sterne gekriegt. Zum Ende hin war es ein bisschen lang gezogen, also ein paar Sachen haben sich halt ein bisschen gezogen. Hätte man jetzt auch nicht haben müssen. Also die Auflösung war ein dann, also nach 2 Dritteln des Buches oder sowas, konnte man sich das Ende schon ein bisschen denken, fand ich. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Ende, es war sehr logisch. Ich fand die Erklärung auch sehr gut dahinter und hier fand ich auch, dass die Charaktere besser ausgearbeitet waren. Sie haben mir extrem viel mehr gefallen als bei den anderen Buch. Sowohl unsere Hauptperson als auch das Mädchen, aus deren Sicht wir auch erzählt, kriegen aus 2 verschiedenen Perspektiven die Geschichte erzählt. Und auch viele Nebencharaktere wurden halt noch sehr detailliert beschrieben, was ich sehr, sehr gut fand hier. Also das Thema hat mir gefallen, es war sehr spannend und die Charaktere waren sehr gut. Und die Story war halt auch logisch und nachvollziehbar. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Also es hat 4 Sterne von mir gekriegt. Ja, kann ich ihn durchaus nachvollziehen. Und ich bin jetzt auch wieder motivierter, noch mehr Bücher von Lampus Lanzig zu lesen. Also als nächstes würde ich auf jeden Fall gerne Erebus lesen. Genau. Und dann habe ich hier auf meiner Leseliste gelesen Stalking Jack the Ripper von Carrie Minascalco. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ganz schön grün-grau irgendwie meine Bücher. Ja, hier geht es tatsächlich um die Fälle von Jack the Ripper. Das spielt auch in der Zeit. Und unsere Hauptperson ist eine Frau zu der Zeit. Sie hat allerdings ein paar seltsame Vorlieben. Und zwar macht sie gerne Autopsien an Leichen. Ihr Onkel ist da halt Professor und er hat sie halt mit unterwiesen. Und sie macht es halt so in ihrer Freizeit. Und zu der gleichen Zeit geschehen halt diese Morde. Und sie untersuchen halt unter anderem auch die Leichen. Und versuchen diese Morde aufzuklären. Ja, auch das passt gut in die Halloween-Zeit. Es ist teilweise echt ein bisschen eklig. Also es wird sehr detailliert auf die Leicheneingang. Es kommen hier auch ein paar gruselige Bilder vor, was ich auch nicht voll wusste, dass hier tatsächlich ein paar Bilder drin sind. Und die Auflösung war so ein bisschen... Naja, also... Sagen wir so, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und die Liebesgeschichte, die auch noch vorkommt, die war auch relativ nebensächlich, was vielleicht auch nicht so schlecht war, weil sie war auch nicht so besonders gut beschrieben. Also das ist, glaube ich, nicht so das Talent der Autorin, Liebesgeschichten zu schreiben. Also die war so semi-gut, aber sie kam halt nicht so häufig vor und dann ging das. die Hauptperson fand ich auf der einen Seite sehr gut, weil sie sehr selbstbewusst und stark war, also für diese Zeit eigentlich ein bisschen unrealistisch. Also sehr emanzipiert. Andererseits war sie auch teilweise ein bisschen naiv und leicht, glaube ich. Also, ja, ich meine, also sie hat einen Mörder sozusagen nachspioniert, also wie Jack the Ripper, von dem man ausgehen konnte, dass der halt sehr gewalttätig ist und halt kein Problem hat, Menschen umzubringen. Und da finde ich halt echt ein bisschen unrealistisch, wenn man so als ungeübte Normalperson sozusagen anfängt, versucht dann mitten in der Nacht im schlimmsten Ende von London, versucht einen Mörder irgendwie aufzuspüren und zu beschatten. Ich mir denke, das ist nicht mehr mutig, das ist schon ganz schön blöd. Das hat auch nichts mehr mit Frau oder Mann sein zu tun. Ich finde auch ein männlicher Alleinermittler wäre genauso dämlich. Also wenn es wirklich ein Horror-Thriller gewesen wäre, wäre die Hauptperson schon nach den ersten 5 Seiten gestorben. aber das ist ein Jugendbuch, es geht natürlich alles gut aus. Aber so realistisch war es dann doch nicht. also es hat noch 4 Sterne von mir gekriegt. Wegen den Jack the Ripper-Fällen und dieser... Ja.
Ermittlungsarbeit sozusagen, aber manche Sachen waren schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann habe ich noch ein Horrorbuch gelesen, und zwar Der 13. Stuhl von Dave Shelton. Genau. Aus dem Königskinder Verlag. So eine Kurzgeschichtensammlung eigentlich. Also es fängt damit an, dass halt ein kleiner Junge in einem gruseligen alten Haus kommt, wo halt 12 Personen um einen Tisch rumsitzen mit Kerzen und die erzählen sich dann nach und nach Gruselgeschichten. Ja, erst habe ich gedacht, okay, am ersten, zweiten habe ich gesagt, ach, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es halt irgendwann langweilig, so von der Story her. Aber sie waren doch so abwechslungsreich, die einzelnen Geschichten, dass man sagen kann, das wurde jetzt echt nicht langweilig. Und die waren auch so von der Länge her, dass man so abends so eine Geschichte lesen konnte und dann hat man sich halt so ein bisschen gegruselt. Also mir hat es gereicht. Und es ist halt mehr so für Gelegenheits-Gruselleser, also nicht für eingefleischte Horrorfans, die haben sich wahrscheinlich dann zu Tode gelangweilt. Aber so für mein Niveau war das durchaus ausreichend. Und dafür war es auch interessant genug. Ich fand es auch ganz knuffig, wie der Autor das gemacht hat. Also die Geschichten werden ja von unterschiedlichen Personen erzählt. Und mit jeder Person hat sich auch der Erzählstil dieser Geschichten geändert. Also wenn das jetzt ein kleiner Junge war, der die Geschichte erzählt hat, war das eine ganz andere Sprache, als wenn es jetzt ein älterer Mann war. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das war so ein Detail, was ich sehr gut ausgearbeitet fand. Und war halt unter anderem mal wieder ein Faktor, warum die halt alle sehr unterschiedlich waren. Das Ende war ein bisschen offen, also es war jetzt irgendwie nicht, dass er noch so mega überraschende Ende sozusagen war. Es war noch so ein kleiner Abschluss. Aber im Vordergrund standen wirklich diese einzelnen Kurzgeschichten und die waren in sich abgeschlossen und das fand ich dann eigentlich auch sehr gut. Also für einen Kurzgeschichtenband war auf jeden Fall einer der besseren, hat von mir deswegen auch 4 Sterne bekommen. Ja, hat mich zumindest sehr gut unterhalten. Dann haben wir ein Buch, was ich erstmal jetzt für längere Zeit nicht mehr sehen werdet, und zwar von Gina Showalter, Alice in Zombieland, der erste Band. Den habe ich mich jetzt über 4 Monate als E-Book gelesen und habe es jetzt endlich beendet. Und ja, warum sich das so lange hingezogen hat, war eigentlich auch so ein bisschen so mega spannend, war es halt auch nicht. Die Prämisse ist ja eigentlich, dass Alice sozusagen in einer Welt lebt, in der es Zombies gibt und sie diese halt bekämpft. Was auch zum Ende des Buches hin mehr der Fall war. Und am Anfang war ich immer so ein bisschen Highschool-Drama. Also, wenn man die Readings gesehen hat, der weiß, dass das nicht so meine Richtung war. Also, ich hätte lieber mehr Zombies gehabt und weniger Highschool-Drama. Ja, und dann zwischendurch, also Gina Scholter schreibt ja normalerweise auch so Erwachsenen-Erotik-Romane. Also, das fand ich, kam so also bei den wenigen. Wie soll ich jetzt sagen, eigentlich, eigentlich nur, also es ist ein Jugendbuch, ne? Es ist eigentlich, es kam halt nur eigentlich so Kussszenen vor, aber die waren dann halt schon wieder so übertrieben dargestellt, dass ich mir dachte, okay, also in den, ja, Fantasy-Roman ist das so das Niveau, aber ich finde, bei Jugendbüchern passt das so gar nicht, weil es halt, ja, also das passt einfach nicht zum Rest der Story. Es kam mir natürlich ein bisschen lustig vor. Ansonsten wurden hier auch sehr viele Klischees wieder verbuttert. Also die ganzen Klassenkameraden von ihr sind eigentlich einzige Klischees. Ihr Love Interest ist eigentlich auch ein wandelndes Klischee. Sie selber ist jetzt ein bisschen anders, weil sie halt auch eine Ausbildung zum Kämpfen hat und auch ein bisschen kämpft etc. Also da fand ich die Story schon nicht schlecht. Aber ich fand halt dieses ganze Highschool-Thema hat zu viel Raum eingenommen. Also nicht mal die Liebesgeschichte an sich, die kam halt auch ab und zu sozusagen vor. Aber dann wurde halt beschrieben, ja, wie ihr Schultag war und welche Freunde sie im Bus getroffen hat. Als sie mit ihrer Freundin gequatscht hat, dann war sie noch shoppen, dann war sie auf einer Party und weiß nicht. Und ja, die Referenzen zu Alice im Wunderland waren echt mager. Und das weiß ich nicht, hätte man sich irgendwie sparen können. Also dafür, dass es dick im Titel steht, ich nicht. Das hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Ja, und dann diese ganze Zombie-Geschichte. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Logik gewünscht.
Also abgesehen davon, dass es echt seltsam ist. Also die haben jetzt Zombies, die quasi Geister sind. Und sich von Geistern ernähren, aber dann auch richtige Menschen angreifen können. Aber die Menschen können sich nur verteidigen, indem sie ihren Geist aus ihrem Körper holen und dann die Zombies angreifen. Aber wenn die Zombies dann den Geist anklammern, dann klammern sie auch den Körper an. Ui. Und manche Menschen können sie sehen und manche nicht. Und das wird irgendwie auch nicht so ganz erklärt. Also eigentlich wird nicht sehr viel erklärt. Ich meine, gut, die Reihe hat noch 3 Bände, vielleicht kommt dann irgendwann was, aber so richtig logisch war das jetzt irgendwie nicht. Eigentlich so gar nicht. Auch gar nicht. Wo kommen die Zombies her? Was machen sie dort? Was haben sie einen Einfluss auf diese Welt? Weiß nicht. Also außer, dass sie da waren, damit die halt bekämpfen können, hatten sie irgendwie so keine Auswirkungen. Also wie gesagt, Highschool-Leben ging weiter. Also, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr noch mehr Bände von der Reihe gelesen habt, ob das nochmal irgendwann erklärt wird oder ob man das einfach so hinnimmt und denkt, jo, ist halt irgendwie so. Tatsächlich hat das auch nur 3 Sterne von mir gekriegt. Ich muss auch echt nur überlegen, ob ich habe die Reihe halt komplett hier. Ne? Ich könnte ja einfach weiterlesen, aber richtig motiviert dazu, das weiterzuverfolgen, bin ich jetzt nicht. Achso, da habe ich noch einen Band, den ich jetzt auch nicht zeigen kann. Weil ich den verliehen habe, den ich noch gelesen habe, der war allerdings sehr kurz, und zwar ist das die Tea Dragon Society. Das ist eine Graphic Novel. Sehr putzig gestaltet ist. Ich muss die mal aber irgendwann in irgendeinen anderen Lesemonat vielleicht zeigen, im nächsten. Sehr, sehr knuffiger Zeichenstil. Es geht um so kleine, putzige Teedrachen. Und unsere Hauptperson wird halt so ein bisschen in diese Tea Dragon Society eingeführt und soll sich halt um einen so einen kleinen Teedrachen kümmern. Und die Teedrachen wachsen halt so Blümchen aus dem Kopf und dann kann man diese Blümchen nehmen und dann draus Tee zu machen. Also Kamillenblümchen oder was weiß ich. Irgendwelche anderen Teeblätter halt. Und also die Gestaltung war einfach so süß. Hat tatsächlich auch 4 Sterne von mir gekriegt. Es ist halt sehr kurz. Also, es gibt noch einen zweiten Band, den habe ich aber noch nicht. Aber es war sehr putzig. Genau. So, jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Band, wo ich auch mit die meiste Zeit verbracht habe diesen Monat. Und zwar das Lied des Blutes von Anthony Ryan. Das ist der erste Band der Trilogie der Rahmenschatten. Das habe ich als Hörbuch gehört, weil ich das auch als Hörbuch gekauft habe. Ja, es ist ein episches High-Fantasy-Werk. Ja, es fängt halt so ein bisschen an wie Der Name des Windes von Patrick Rothfuss, wer das kennt. Also unser Held ist eigentlich schon ein bisschen älter und es kommt halt ein Schreiber, der sozusagen seine Lebensgeschichte aufschreibt. Also wir gehen dann durch diese Erzählung in die Vergangenheit des Helden und dann fängt es so an mit der Kindheit und der Ausbildung und der Jugend und so. Ja, er ist halt einem Orden zugeordnet, der sich darauf spezialisiert hat, Kämpfer hervorzubringen. Also die Kinder, also die Jungen in diesem Orden werden halt so tollen Kämpfern ausgebildet. Und diese Ausbildung macht er halt mit. Und wir verfolgen wirklich so das Geschehen über diese ganze Ausbildung, bis er halt erwachsen ist und schon im Dienste des Königs sozusagen kämpft. Und da hört dann der erste Band auf, also es geht schon relativ weit. Geschrieben fand ich es eigentlich sehr gut. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit den Namen, weil die sich alle ein bisschen ähnelten. Und als Hörbuch, das hatte noch das Problem, weil Hörbücher, du siehst die Namen nicht, du kriegst die immer nur gesagt. Und ich kann mir halt auch ein bisschen merken, wenn ich sie sehe. Einfach nur so. Deswegen hatte ich da so ein bisschen Probleme, also Namen und Orte. War so ein bisschen mein Problem. Ja, ansonsten, die Namen waren an sich gut. Also, was hier im Buch natürlich gut ist, also es gibt hier hinten noch ein Personenverzeichnis drin, das hätte mir wahrscheinlich auch weitergeholfen, wenn ich es nicht ans Hörbuch gehört hätte. Und es gibt auch eine Karte vorne drin, wobei die sehr sparsam ist, ich kann die mal zeigen. Also, ich finde, für eine High-Fantasy-Karte ist das echt ein bisschen bau. Ja, aber wie gesagt, also so viel um die Welt kommen wir halt eh nicht in den Band, weil es halt größtenteils um die Ausbildung geht und das ist halt immer am gleichen Ort. Die Charaktere fand ich ganz knuffig, also ich fand auch den Hauptcharakter sehr knuffig und auch seine Freunde, die er halt da kennenlernt und seine Lehrer etc. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. So zum Ende hin machte der Plot auch so ein paar mehr Wendungen, es wurde auch ein bisschen spannender, fand ich. Und es werden auch so ein paar Hintergründe und Geheimnisse aufgetan, die das Ganze jetzt so machen, dass man jetzt weiterlesen wollen würde. Also es gibt tatsächlich noch mehr Story für die nächsten Bände. Was ich sehr gut finde und deshalb will ich das auch weiterverfolgen. Insgesamt habe ich 4 Sterne gegeben. Es hat am Anfang auch gerade so ein bisschen seine Längen.
Aber alles im Allem fand ich das halt so interessant, ist auch von der Story her, dass ich auf jeden Fall weiterlesen möchte. So, das war mein Lesemonat Oktober. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bücher davon schon gelesen habt oder nicht und wie ihr die fandet. Dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.